So, zart und saftig machen wir hier weiter. Alter, die Steuerung ist wirklich bedürftig. Scheiße. Ach, geh hoch, verdammt. Das können wir immer hier brauchen. Sehr schön. Ohne Kiste, geil. Boah, wie die Scheiße hasse. Scheiße. Fuck it. Komm ich denn hier hoch? Na endlich. Train hier. Bericht. Okay, ich habe diesen Doktor getroffen, Wissenschaftler. Arbeitet in einer Art Laboranhänger an einem Heilmittel für den Virus. Er heißt Sierra. Hallo? Hören Sie mich? Positiv. Sekundärziel hinzugefügt. Deckung wahren und seine Forschungsunterlagen sichern. Bestätigen. Die gestohlene Datei hat aber noch oberste Priorität, oder? Positiv. Ein einzelner Forscher, der in einem Anhänger arbeitet, wird kaum nennenswerte Resultate erzielen. Aber falls doch, wollen wir sie sehen. Meine Fresse, Alter, bitte. Scheiß Butler. Wir müssen noch mehr Unterschlüpfe vorbereiten. Wir haben schon ein paar geeignete Orte ausfindig gemacht. Spike markiert sie dir auf der Karte. Und, Rain? Danke. Zurück zu dir, Spike. Jetzt zurück zum Wesentlichen. Mach die nächste Falle scharf. In der Nähe ist noch ein Auto. Okay. Alter, sind hier viele. Die Straße wimmelt von Infizierten. Ja, und? Runter von der Straße. Bleib auf den Dächern, wo sie dich nicht erreichen. Sie umzingeln das Auto, Spike. Du hast doch noch Böller, oder? Wirf einfach ein paar in die Menge. Diese toten Mistkerle lassen sich leicht ablenken. Oh, verpisst euch, Alter. Mit dem Auto fertig, Spike. Weiter so, dann schaffst du es vielleicht. Okay, die nächste Falle ist nicht weit. Es versteht sich von selbst, aber lass dich nicht im Freien erwischen. Was für ein Mistzwecke, Alter. Falls ich eine Falle brauche, wie aktiviere ich sie? Kannst du nicht. Wie gesagt, die sind nur für die Nachtmission. Mist. Na gut. Ich hab's eilig. Da oben ist schon mal einer. Sehr schön. Na. Ziemlich imposantes Teil. Dreimal so hell wie eine normale Straßenlaterne. Davon kriegen die Infizierten Sonnenbrand. Scheiß Vieh, Alter. Alter, lebt er immer noch. Gibt's da ja auch nicht. Sehr schön. Scheißpist. Fertigkeitspunkte. So. Erledigt. Ach, da ist er ja schon. Geil. Weiter geht's. Wendigkeitspunkt. Haben wir auch.
So, springen wir erstmal hier hoch. Zack, zack, zack. So. Ah, war knapp. Gut, Beleuchtung ist bereit. Dann weiter zur nächsten Aufgabe. Mach schnell. Na, da oben. Na, warte mal, das machen wir anders. Da springen wir rüber. Ja. Yeah. Ach, scheiße. Das ist eine beschissene Ecke. Och, Mann. Ich hasse diese scheiß Ecke, ey. So, ja, ne. Da komm ich da nicht rüber, sag mal. Na, geht doch. Oh Gott, ey. Oh, noch eins. Na Mist. Super. Spike, das ganze verdammte Viertel ist finster. Was zum Teufel ist los? Och, nicht schon wieder. Also gut, hör zu. In deiner Nähe ist ein Umspannwerk. Sieh es dir an. Dann müssen wir da wohl hin. Das für ein Freak, Alter. Du Scheiße. Na, komm her. Oh ja. Hat den ja nicht gejuckt, ey. Geil. Oh, geh hier durch. Jawohl. So eine Scheiße. Gut, das Umspannwerk läuft wieder. Aber wo es einen Kurzschluss gab, kann es wieder einen geben, das weißt du, ja? Die Elektrik überlässt du mir, ja? Mach, dass du zum Unterschlupf kommst. Du wirst dort übernachten müssen. Auch noch. So. Alter, das hat dunkel wie ein Loch hier, ey. Alter, ist das hier dunkel. Da sieht man ja echt viel. So, ab zum Unterschlupf hier. Yeah. Werde Licht. Geil.
aber. Scheiße. Was zum Henker ist das? Hey Doc, hier ist Kyle Crane. Was kann ich für Sie tun? Ich habe gerade einen seltsamen Zombie gesehen, voller großer grüner Beulen. Er ist abgehauen, als er mich entdeckt hat. Was kann das gewesen sein? Leider reichen diese Angaben nicht. Aber wenn Sie noch einen sehen, dann sagen Sie Bescheid. In Ordnung. Okay, erstmal Penguin. Oh Mann, ey. Okay, eine Sekunde. Bin schon unterwegs. Dying Light Prolog beendet. Die Welt von Dying Light wartet auf sie. Ey, sag mal. Bist du, Alter? Neue Outfits. Neue Entwürfe. Alles leer, ey. Gibt's da ja nicht. Sprechen Sie mit Spike. Ja, kommt, verschwindet, Alter. Crane, eins vorweg, du warst klasse. Wenn du von jetzt an was brauchst, kommst du zu mir. Hier schon mal eine UV-Taschenlampe und eine Fernbedienung. Lauf zu einem Schattenjäger hin, verpass ihm eine UV-Ladung oder lock ihn in eine Falle und löse sie aus der Ferne aus. Kapiert? Kapiert. Perfekt. Und jetzt zum Problem. Bracken ist gescheitert. Trotz deines Einsatzes. Ist das okay? Er lebt. Aber du musst sofort zurück zum Turm. Jade hat alle Speer zurückbeordert. Also auch dich. Dann würde ich sagen, rennen wir da mal spritzig hin. So. Erfahrene Rucksack-Tourist. Aufpuschmittel. Ach komm, mach mal das hier. So. Dann kletten wir mal da hoch. Na, oh, was haben wir hier? Oh, scheiß Walkie-Talkie. Crane hier. Bericht. Könnte es sein, dass ich gleich den Anführer des Turms treffe? Verstanden. Identifizieren und uns umgehend kontaktieren. Sehr schön. Gucken, ob wir da rüberkommen. Jawohl. Wunderbar. Treffen Sie sich im Turm mit Bracken. Machen wir doch glatt. Brackens Mission ist anscheinend gescheitert. Jade hat eine Versammlung im Turm einberufen. Eine gute Gelegenheit für mich, Bracken endlich kennenzulernen und seine Identität zu bestätigen.
Rennen wir mal da ganz schnell hin. Gucken, was er will von uns. Rain. Hör zu. Brecken und sein Kurierteam wollten gestern Nacht Pakete bergen. Beißer haben das Team dezimiert. Dann sind Rais Leute aufgetaucht. Haben ihn verprügelt und das Zeug geklaut. Jetzt will Brecken die nächste Lieferung selbst holen. Das ist etwas, was wir verhindern müssen. Unterstütze mich. Okay? Zum Teufel nochmal. Du kannst ja kaum gerade auslaufen. Wir brauchen dich lebend, du Idiot. Okay, wir gehen rein. Gib dich zuversichtlich. Brecken? Lena? Vielleicht kannst du es ihm ausreden. Jade, wen hast du dabei? Kyle Crane. Hör mal, Brecken, du solltest da wirklich nicht wieder rausgehen. Wir finden einen anderen Weg, ohne dein Leben zu riskieren. Stimmt's, Crane? Ich gehe. Ich mach's. Genau, ja. Crane kann gehen. Er macht das gerne. Himmel. Nichts für ungut. Aber du bist ein Grünschnabel. Du kannst nicht... Crane schafft das. Er weiß, wo er hin muss. Lena hat recht. Du solltest hier bleiben und dich um den Turm kümmern. Ihnen klar machen, dass die Welt nicht am Ende ist. Vielleicht sollten wir es nochmal versuchen, ehe wir zu Rice gehen. Ja, in Ordnung. Gut. Viel Glück, Crane. Jade, auf ein Wort? Klar. Brich zum Kessel auf. Ich melde mich dann. Mach ich sofort. Passen Sie auf. Da wäre auch noch etwas anderes. Brackens Verletzung ist ziemlich ernst. Ernster, als er es die Leute wissen lassen will. Er ist am Kopf getroffen worden. Und seitdem hat er Krampfanfälle. Und ich habe keinen Loratrax. Das hat wohl niemand mehr. Als die Seuche ausbrach, wurden Krampflöser wie Bonbons verteilt. Es gibt schon seit Wochen keine mehr. Ja, das stimmt. Woher wusstest du das? Was soll ich machen, Lena? In der Stadt gibt es einen Mann namens Ghazi. Er hat sie allerdings nicht, alle beisammen. Seine Mutter hatte Epilepsie und er hat jeden Monat ihre Arznei abgeholt. Sie starb vor 2 Jahren. Aber Ghazi tauchte weiter in der Apotheke auf, um das Mittel abzuholen. Ghazi braucht seine Routine. Er kann da sehr beharrlich sein. Also hat er es bekommen. Du vermutest, er hat das Zeug gehortet? Falls nicht, weiß ich nicht, woher wir sonst welches bekommen sollen. Ghazi lebt in der Unterführung und erwähne den Tod seiner Mutter nicht. Er würde das nicht verstehen. Das machen wir auch. Warum denn? Auch nicht. Machen wir auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter. Haut da rein.